Ja, am 11. Mai ist es hier am Engplatz zu dramatischen Szenen gekommen. Sie alle erinnern sich noch an den Brand in diesem Haus hinter mir. Mittlerweile gibt es schon umfassende Sanierungsarbeiten, die vorgenommen werden, und auch ein vorläufiges Ermittlungsergebnis zur Brandursache steht fest. Die Ermittler der zentralen Brandermittlung, also der Wiener Polizei und Sachverständige, haben hier wirklich umfangreiche Ermittlungsarbeiten und Maßnahmen aufgenommen und sind zur Erkenntnis gelangt, dass mit Sicherheit keine absichtliche Herbeiführung des Brandes vorliegt, und auch für eine fahrlässige Brandinitiierung gibt es keinerlei Hinweise. Man konnte ermitteln und herausfinden, dass der Brand auf einen kleinen Quadratmeterbereich in einem der oberen Stockwerke zurückzuführen ist. Dort befinden sich allerlei Lithium-Akkus, beispielsweise ein alter Laptop. Da könnte es vielleicht zu einem Brand gekommen sein. Es gibt aber auch andere Hinweise, beispielsweise bei Elektroinstallationen ist eine punktuelle Kontakterwärmung in Betracht zu ziehen, wie es in der Presseerklärung der Wiener Polizei heißt. Also, hier sind einmal die Arbeiten, was die Brandursache betrifft, abgeschlossen. Es gibt aber, wie gesagt, rund um die Uhr hier Renovierungsarbeiten. Auch die Caritas bei der Kirche, die hier gleich angrenzend ist, die sammelt natürlich für die Opfer dieses Brandes, weil viele Menschen haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren, und es wird wohl noch Monate dauern, bis hier alles wieder renoviert ist.